liebe Leute, heute sind wir im Wald. Heute geht es um ein ganz besonderes Tier, das ich jetzt suche, vor allem im Juni. Und zwar ist das der Hirschkäfer. Und den kennt ihr sicherlich, der hat ein Geweih, also das Männchen hat ein ganz hohes, großes Geweih, das Weibchen nur so ganz, ganz wenig. Und heute will ich euch dieses Tier besonders gerne näher bringen. Und jetzt habe ich immer schon ganz viel Totholz gefunden, schaut mal da. Das ist schon mal sehr gut. Das ist allerdings frisches Totholz. Und ich brauche genau dieses Totholz dort. Genau, dieses moosige, modrige. Wenn ich das jetzt umdrehe und auch ein bisschen nachschaue, da finde ich dann auch Puppen und Larven in einem guten Hirschkäferbestand. Und wichtig ist natürlich ein guter Wald. Und das ist ein guter Wald. Schaut mal. Hier ist so eine alte Kiefer, ne? Kiefer ist nicht so interessant, nicht so spannend. Nadelhölzer an sich nicht. Muss man gut gucken. Manchmal brummen die auch und fliegen dann auch rum. Und oh, hier. Ein Weibchen. Ist aber schon tot. Hat wahrscheinlich schon die Eier abgelegt. Aber das ist ein weiblicher Hirschkäfer. Oder ein Hirschkäferweibchen. Hier sind einige Buchen, dazwischen sind ein paar Eichen. Da ist auch eine Kiefer. Aber ihr seht, hier liegt also auch viel Totholz rum. Und Totholz ist halt für die Insektenfauna sehr, sehr wichtig. Guck mal, hier haben irgendwelche Kinder sogar so einen, oder Erzieher mit den Kindern so einen tollen Platz gebaut. Da gehen die natürlich auch rein. Ne? Also so eine Sache ist auch gut. Auch wenn Kinder zum Beispiel mit ihren Erziehern sowas bauen, das verrottet irgendwann. Und dadurch, dass das gestapelt ist, ist das natürlich ganz viel Holz. Und viel Nahrung und halt viel Masse, wovon die Larven dann auch profitieren können. Also das ist das ganze gute Holz, was ich hier finde. Das drehe ich natürlich um und schau mal nach, was da so im Unterholz zu finden ist. Und auch hier drinnen, na, da sitzen sie, da leben sie. Oh, hier ist zum Beispiel schon mal ein Panzer. Von einem Hirschkäfer oder vom Maikäfer. Nee, ist ein Hirschkäfer. So kastanienfarben, die an den Bauchseiten auch schön glänzend. Schaut mal. Ne? Gucken. Hier ist auch noch ein Segment. Ah, könnte auch Laufkäfer. Nee, Laufkäfer ist es nicht. Ist tatsächlich vom Hirschkäfer. Guck mal. Guck mal da. Zack. Da haben wir ihn. Das ist ein toter Hirschkäfer. Ist wahrscheinlich von einem Vogel oder von irgendeinem anderen Tier gefressen worden. Vielleicht auch von Ameisen. Kurz nachdem er sich, nachdem er geschlüpft ist. Von der Larve. Spannend. Und hier auch nochmal der Kopfsegment. Sieht man ganz toll die Augen. Fühler ist sogar noch dran an der einen Seite. Hier, alte Eiche, ne? Hier könnt ihr nochmal sehen. Eichenholz. Toll, spannend. Richtig spannend. Übrigens, Hirschkäfer profitieren von nährstoffreichen Jahren. Die Larven bleiben 3 bis 8 Jahre im Totholz stecken und ernähren sich von dem modrigen Holz. Dabei sind die ganz, ganz dringend auf Pilze angewiesen, denn Pilze helfen den Larven, das Holz zu verwerten. Die könnten sonst, genau wie der Holzwurm auch, das Holz überhaupt gar nicht verwerten. Oh, ich bin so dick geworden, deshalb muss ich mal Luft holen. Die können also gar nicht dazu beitragen, das Holz richtig zu verwerten, wenn die keine Pilze hätten. Deshalb sind sie ganz, ganz dringend auf feuchte, regenreiche Jahre angewiesen, damit das Totholz und die Pilze ja modern sich vermehren können, arbeiten können, also das Myzel der Pilze das Holz auch zersetzt. Und wir hatten jetzt 3 Jahre extreme Trockenheit und das macht natürlich auch den Hirschkäferlarven zu schaffen, denn da können sich Pilze gar nicht so gut vermehren. Das heißt, das Holz bleibt trocken, es wird trocken gelagert, auch im Wald, und bringt halt niemanden so viel.
Deshalb ist es ganz wichtig, Klimawandel, die Art ist definitiv auch ein Verlierer des Klimawandels. So, jetzt bin ich an die nächste Waldstelle gefahren. Ich hatte vorher nicht so viel Glück. Hier sind ein paar große alte Buchen. Das ist natürlich auch gut, weil Eichenwälder sind natürlich am besten geeignet, aber Buchenwälder sind natürlich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Hier ist eine Eiche. So, und ich klapper natürlich jetzt immer den kompletten Eichenstamm ab, weil die Käfer tatsächlich ganz gerne an dem Eichenstamm ruhen. Und sie fliegen nachts in Vollmondnächten. Dann hört man die dicken Brummer auch ganz oft. Ja, man hört die richtig. Und da suchen die Männchen die Weibchen. Wir haben ja gerade ein Weibchen gefunden. Das habe ich mal mitgebracht. Dieses getrocknete oder vertrocknete. Und vielleicht haben wir gleich Glück. Hier ist eine alte Eiche gefällt worden. Vielleicht haben wir ja gleich Glück und finden ein Männchen. Da kann ich euch nämlich den Unterschied zeigen. Und das wäre natürlich toll. Ich bin jetzt nämlich schon 2-3 Tage an dem Film dran und schaue immer. Hier sind so ganz viele, guck mal, so ganz viele Narben am Baum, Risse. Das hat viele Ursachen. Ne? Das kann vom Krieg noch sein, das kann vom Wild sein, Wildschäden. Oder irgendjemand hat da Steine drauf geschmissen oder da wurde drauf geritzt. Aber solche Wunden im Baum selbst sind natürlich für Käfer auch sehr interessant. Denn da drinnen können die ihre Eier ablegen und die Larven können sich da durch das modrige Holz reinfressen, weil das Holz ja vorher schon von Baumpilzen vorbereitet worden ist. Und das hilft ihnen natürlich. Hier ist auch nochmal sehr gut. Hier gehen wir auch nochmal rein. Oh, das ist Hunde-AA. Das ist auch Hunde-AA. Das ist auch ein schöner Hundewald. Und jetzt machen wir mal einen Tierfilm. Der Hirschkäfer profitiert von naturbelassenen alten Eichenwäldern. Eichenwälder sind heutzutage sehr selten geworden. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich dafür engagiert. Wir müssen nämlich klimatechnisch weiterdenken und überlegen, wie sieht es jetzt eigentlich aus in der Zukunft mit den ganzen trockenen Wäldern? Welche Baumarten sind überhaupt noch, machen überhaupt noch Sinn? Da ist ein Hirschkäfer! Mist! Ah, verdammt! Gerade wieder dieses Pock! Mal ganz leise sein, ob es irgendwo knistert. Da war gerade einer. Jetzt im Juni ist natürlich die beste Zeit. Mist! Ah, was ist das denn? Aha. Da haben wir was. Guck mal, seht ihr das? Das ist der Balkenschröter. Kann man den sehen? Der ist zum Vergleich zum Hirschkäfer natürlich viel kleiner. Und ihr dürft nicht verwechseln, also alle Käferarten wachsen eigentlich nicht mehr. Das ist, ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Arten, die überhaupt noch wachsen. Die machen ja diese Larvenphase durch. Und nach der Larvenphase ist das schon die Endphase. Also der Käfer ist das fertige Tier, müsst ihr euch vorstellen. Wie bei Kaulquappe und Frosch. Und da wachsen die nicht mehr. Also alle Käfer, die ihr seht, sind ausgewachsen. Die können nicht mehr größer werden. Es gibt Ausnahmen. Ich habe irgendwas mal über asiatische Käfer gelesen, die mehrere Jahre dann noch als adultes Tier überleben. Die können dann auch noch wachsen. Da müsste ich jetzt selber nochmal nachlesen. Weiß ich selber gar nicht mehr. Aber das hier ist der Verwandte, der Balkenschröter. So, jetzt habe ich euch mal den Vergleich zu einem Hirschkäferweibchen hingestellt. Also der Balkenschröter, der hier, der ist genau wie der Hirschkäfer, zählt er zur Familie der Schröter. Und ihr müsst euch vorstellen, das hier ist ein Weibchen vom Balkenschröter, das ist ein Weibchen vom Hirschkäfer. Zangen sind relativ klein. Diese goldene Umrandung hier, kann man noch sehen, die hat er auch ganz, ganz leicht ausgeprägt. Wir gucken mal weiter, ob wir was finden. Leute, da ist ein Hirschkäfer.
Ich hoffe, der fliegt nicht sofort los. Ja, geil. Geil. Leute, richtig gut.